Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Doch heute an meiner Seite der gute Tom Arte. Jo, hallo Arti, was haben wir mitgebracht? Ja, es geht ums Dating und, oh Gott, von wem war das? Von Funk, richtig? Ja. Genau, es ist von dem Funkkanal followme.reports. Bei dem haben wir noch nicht gewildert, aber ja, wir wollten da auch mal gucken. Ich meine, ist doch immer spannend, was mit unseren Gebührengeldern gemacht wird. Das ist ja nämlich letztens ja auch von der Rundfunkgebühr bezahlt, wie alles bei Funk. Und ja, hier geht es ums Thema Online-Dating. Also aus Sicht auf der Frau. Ne? Ja, aber genau, wenn ich das richtig verstehe, geht es tatsächlich hier darum, aus Sicht der Frau, nämlich bei Funk. Bei funk.net heißt das Video Online-Dating als Frau, Frust oder Freiheit. Und auf YouTube heißt es aber Online-Dating, Doppelpunkt, ist zweiten Delulu. Was zum Fick soll Delulu sein, frage ich mich da erstmal. Ist swipen, ach so. Ist swipen Delulu? Also, delusional wahrscheinlich, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sagen, nee. Heißt das. Delulu. Ja, wahrscheinlich sind wir also schon zu alt. Das ist so dieser Moment, wo man merkt, man ist alt. Die Jugend das verwendet Wörter, halt, ja, die wir gar nicht mehr kennen, genau. Und es wird euch irgendwann auch passieren. Ihr werdet raus sein. Ja. Oder es ist doch schon passiert, ja. Ja. Und ihr leidet. Auf jeden Fall habe ich Bock, weil es ist mal ein unpolitisches Thema und wir hatten jetzt in letzter Zeit viel Politik und auch Politik-ähnliches, so Thema Trans oder so oder LGBTQ. Ja, und jetzt hier Dating, mal sehen. Also meine Befürchtung ist ja, dass es politisch wird, aber das ist mal auch schauen. Mal ein bisschen meine Hoffnung. Da, ich meine, sonst hätten wir ja nichts zu erzählen. Okay, lasst uns reinschauen. Viel Spaß, Leute. Wir alle kennen sie, die Horror-Date-Geschichten. Mitten im Date ist ihre heulende beste Freundin gekommen, weil ihr Ex-Freund ihr fremdgegangen ist. Nach den ersten 20 Minuten wollte ich einfach raus und das ganze Date beenden. Das Date hat mit einer 200-Euro-Rechnung geendet. Ich bin Ilona und ich habe alle meine Dating-Apps gelöscht. Ich bin Hanna. Ich date sehr gerne. Ich selbst habe 7 Jahre und viele uncoole Dating-Erfahrungen gebraucht, bis ich endlich mal ein echt cooles Match hatte. Und ich frage mich, ist Dating eigentlich überbewertet? 7 Jahre als Frau? Das ist schon hart, aber was hat sie für Ansprüche? Junge. Ja, ich frage mich echt, ob das in den Ansprüchen liegt oder einfach, dass er halt in der Zeit nicht den richtigen gefunden hat. Aber gut, ich würde tatsächlich meinen, als Frau 7 Jahre ist schon krass. Also im Sinne von, naja, weil ganz ehrlich, wir machen uns nichts vor, als Frau kriegst du echt viele Matches. Also alle Frauen, die ich geredet habe, die auf irgendwelchen solchen Plattformen sind, an voran halt Tinder, die kriegen am Tag dicke, selbst wenn sie sonst wie aussehen, 5 bis 10 Matches, weißt du, und dann können die sich ihn aussuchen. Wenn du das 7 Jahre lang machst, gut, da könnte ich jetzt halt hochrechnen. Die Frage ist halt, was hat sie gesucht? Hat sie wirklich den fürs Leben gesucht oder wollte sie nur eine schnelle Nacht halt, weißt du? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich vermute halt fast, dass bei dem Thema hier 7 Jahre, dass sie da immer nur sporadisch auf den Apps unterwegs war, weißt du, dass sie das mal eine Woche gemacht hat, dann hat sie keine Lust mehr gehabt und dann hat sie in einem Jahr später wieder reingeschaut. Anders kann ich mir das mit den 7 Jahren fast nicht vorstellen. Oder halt, sie hat es halt eine lange sein gelassen, weil sie dann in einer Beziehung war und dann war es aber doch nicht richtig und dann hat sie den zweiten Freund dann auf so einer App gefunden. Genau. Ich meine, ganz ehrlich, ich stelle es mir als Frau halt auch irgendwo schwierig vor. Du kriegst da hier 10 Vorschläge, die alle akzeptabel sind, sag ich mal, weil der Algorithmus ja versucht, dich damit zu füttern. Und natürlich ist die Versuchung dann sehr, sehr hoch zu sagen, naja, aber der 10., der ist zwar ganz schön, aber was ist mit dem 11? Der könnte ja noch besser sein. Und dann swipest du die 10 Leute alle weg. Genau das. Und dann bist du in so einer Endlosschleife, wo du auf diesen Märchenprinzen wartest. Und ja, dann geht die Zeit ins Land. Also es ist auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein Riesenkritikpunkt aus unserem konservativen bis rechten Lager, würde ich mal sagen, am Thema Online-Dating. Eben diese, naja, diese, wie unrealistisch das Thema Dating ist. Also wenn du dir jetzt vorstellst, vor 400 Jahren oder so, da warst du halt auf dem Dorffest oder in deiner Stadt, hast du halt so ein paar Leute gekannt. Dann hast du jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, eine Auswahl, also wenn es gut war, vielleicht von 50 jungen Frauen gehabt. Also die du mal irgendwo so kennenlernst über den Lauf von ein paar Jahren. Aber jetzt kannst du halt wirklich so viele dort dir angucken und das auch alles so krass sortiert. Die geben noch schön an, brav ihre Größe, was sie arbeiten und so weiter.
Und wie du sagst, natürlich ist, denkt man sich dann als Frau immer, man will ja den Besten suchen. Als Frau hat ja auch irgendwo was Evolutionäres. Man will sich ja möglichst nur an einen Partner binden und nicht wie ein Mann möglichst viele Begatten, sondern den einen finden, der dich dann auch versorgen kann, dich mit dem Kind. Also große Liebe halt, ja. So zumindest evolutionär-psychologisch würde das Sinn machen. Ja, und dann denkt man sich immer, naja, der Nächste ist vielleicht noch besser und der Nächste, da hast du recht. Ich würde dem Vergleich sogar ehrlich gesagt widersprechen wollen mit dem früher und in dem Dorf und den 50 Leuten. Denn ganz ehrlich, du wurdest doch früher verkuppelt von den Eltern und von den Eltern des anderen. Also ja. Männer wie Weiber, Weibchen, Entschuldigung, da haben halt die Eltern irgendwelche Ehen arrangiert, um sich besser zu stellen, oder der hat eine gute Aussteuer an Bord, oder sie hat besser gesagt die Aussteuer an Bord, die gut ist. Also so dieses, ja, wir suchen uns jetzt mal auf dem Dorf fest und verlieben uns, das mag es gegeben haben, aber wenn dann die Eltern gesagt haben, nee, nicht mit dem, dann war das auch wieder vorbei. Also das finde ich ist tatsächlich eine extrem interessante Frage, also weil ich bin ja schon so ein bisschen ein kleiner Romantiker. Und ja. Das ist irgendwie beängstigend. Du wirst aber wahrscheinlich recht haben, dass es in früheren Zeiten so diese romantische Liebe oftmals gar nicht gab. Also ich habe tatsächlich schon einige Mal gelesen, dass es eher eine Erfindung der Moderne ist. Und ja, wenn ich so meine, Romeo und Julia ist ja so ein Klassiker, ne? Eben weil da halt alles so gegen diese Liebe steht. Oder? Ja, das ist da, aber ist es ja die romantische Liebe. Weißt du, da ist es ja keine verheiratete Liebe. Und das ist ja noch. Ja, klar, aber die Heirat kommt ja nicht zustande, weil die Familien doch, ne? Ach so, weil die im Clinch liegen. Ja, klar, klar, klar. Genau. Und ich denke, das, was du beschrieben hast, ist halt wirklich so ein Segen der Moderne und halt gleichzeitig auch der Fluch. Also, wir sind gar nicht darauf vorbereitet, auf einmal dieses riesige Angebot zu haben, das ist. An Auswahl, sondern das wurde halt Jahrhunderte, genau, Jahrtausende für uns entschieden. Ja. Und natürlich stellen wir uns dann wie die ersten Menschen an. Ja, ja, dann kannst du mal länger dauern. Ah gut, ihr merkt schon, wir haben hier viel zu sagen, aber es ist lustig, es ist nett, ist mal ein Thema zum Erzählen. Ja. Okay, mal sehen, was jetzt hier die erste Kandidatin meint. Was wollte ich von euch wissen? Mit dir, Ilona, habe ich mich schick für ein Date mit deinen Girls gemacht. Mit dir habe ich heftig auf Dating-Apps geswiped und du hast einen Test auf Geschlechtskrankheiten gemacht. Okay, also was zum Dating gehört auch der Test auf Geschlechtskrankheiten. Ja, gut, dann gehen die Dates. Dann gehen die Dates etwas weiter, als ich dachte. Also ich hätte gedacht, Dates ist erstmal nur romantisch essen gehen. Aber gut, Dates kann wahrscheinlich auch heutzutage schon mehr heißen. Ja, so ein One-Night-Stand halt. Ja, klar. Ja, 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 ja. Warum datest du überhaupt? Am Anfang war es so, weil ich mir gedacht habe, ich muss doch. Dann hat es aber auch sehr. Sind das alles Tattoos? Die ist doch. Nee. Das ist doch ein Tattoo, oder? Nein, 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 nein. Das ist ein Kleidungsstück. Das ist so ein. Okay, Abbruch, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, ja, nein, schon, nein. Okay, okay. Nee. Entschuldigung. Und dann fände ich es auch gruselig. Das T-Shirt ist nur ein bisschen komisch. Was steht da? Super. Bei irgendwas. Ja. Sieht, ja, die Frau, die da abgebildet ist, sieht irgendwie afrikanisch aus. Hm. Ah, egal jetzt. Also. Ich habe angefangen, so, dass es mir auch sehr Spaß gemacht hat, erstmal neue Leute kennenzulernen. Als ich nach Erfurt gekommen bin, hatte ich, glaube ich, 3 Dates in der Woche. Einfach weil ich voll Bock hatte und ich war so, let's go. Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen zu daten? So 17. In meinem Freundeskreis war das schon relativ spät. Das hat einen dann auch ein bisschen unter Stress und also ein bisschen unter Druck gesetzt, dass man sagt, so, okay, ich will das ja jetzt auch irgendwie haben und ich muss ja jetzt auch reinstarten. Nach was guckst du auf Dating-Apps? Also, wir können vorher gerne mal durchgucken. Was ich toll finde, so ein Schnauzer. Was ist das hier? Für eine Kausalkette. Swipe nee, auf Dating-App, Test auf Geschlechtsselbstverteidigungskurs. Ich glaube, das ist keine Kausalkette, sondern einfach nur der Zeitstrahl, was für Themen hier in dem Video aufgegriffen werden. Aber man könnte es tatsächlich so lesen, also das wäre sehr lustig. Ich swipe auf einer Dating-App, dann muss ich mich deswegen auf Geschlechtskrankheiten testen und danach muss ich mich selbst verteidigen. Ey, also, aus irgendeinem Grund. Swipen auf Dating-App, ich treffe Typ A, mach mit dem rum, mach dann den Test, will den nicht mehr, er macht komische Sachen, ich mach mal lieber einen Selbstverteidigungskurs. Ja, genau so. So. Klassische Werdegang. Was ich toll finde, sind Schnauzer und Locken und so. Und ich glaube, was ich dann gucke, ist erstmal Musikgeschmack. Und ansonsten, wenn die so gar nichts in ihrem Links stehen haben, dann bin ich auch mal so, ja, keine Ahnung. Also, warte mal, steht da nicht Vollzeit?
Vollzeitmusiker. Das ist doch ein Jackpot für dich, oder? Hattest du schon mal eine feste Beziehung? Nee, noch nicht. Würdest du gerne eine haben wollen? Eine Person zu haben? Okay, finde ich krass. Also sie hat jetzt 4 Jahre, macht sie das jetzt? Ne? Mhm. Sie hatte noch nicht eine feste Beziehung. Also gut, kann man sich jetzt fragen, was ist das per Definition? Aber ich würde sagen, wenn du mit jemandem länger als ein halbes Jahr zusammen bist, kann man das vielleicht schon so in die Richtung festmachen. Das hatte sie noch gar nicht. Junge. Ah, also das Ding ist ja, ich hatte ja auch echt sehr, sehr spät meine erste Beziehung. Deswegen finde ich das an der Stelle gar nicht schlimm. Die Frage ist halt, natürlich, aber die jetzt so ein bisschen mitschwingt, was in diesen 4 Jahren lief, wie sie dann auf dieser Plattform war. War es halt wirklich nur so, dass sie einfach mal reingeguckt hat und vielleicht ab und zu mal mit ihm geschrieben hat? Oder halt, was ja doch eher zu befürchten ist, dass es halt immer wieder so ein Sexding war, weißt du? Dass du dich mit jemandem triffst. Ja. Dass du dich mit jemandem triffst und dann hast du einen One-Night-Stand oder, wenn es hochkommt, mal eine kurze Affäre, aber halt keine Beziehung. Und also jetzt per se, dass sie keine Beziehung hatte, würde ich nicht verurteilen, aber ja, die Frage wäre halt wirklich, wie sie diese App benutzt hat, sage ich mal so, die Dating-App in den letzten 4 Jahren. Ja, das Ding ist, wenn du es nicht versuchst, mal eine, also, ja, wobei, nee, ich nehme es zurück. Also klar, sie ist jetzt jung, sie kann sich ausleben und so, natürlich, also sie müsste jetzt halt mal wirklich sagen, ich suche halt eigentlich nur Fick-Bekanntschaft. Da würde ich sagen, okay, leb dich aus, du bist noch jung. Ist okay. Ist für die Männer natürlich scheiße, weil sie da immer regulär die Herzen bricht. Okay. Ne? Aber jetzt hat sie ja so, wie soll ich sagen, bis jetzt so dargestellt, ja, sie sucht so einen musikalischen Typen mit Locken und so. Also sie hat da schon ein sehr genaues Beuteschema. Aber ganz ehrlich, für einen scheiß One-Night-Stand ist es mir doch kackegal, ob der Musik macht. Weißt du? Naja, das sagst jetzt du als Mann. Du nimmst da alles, was dir vor die Flinte kommt. Aber okay, aber ja. Das ist ja wieder okay. Der Mann-Frau-Unterschied. Also ja, okay, ja. Gefühl. Gerade bin ich irgendwie, glaube ich, viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Hey, geiles Bike. Cooles Bike, woher hast denn du das? Ein Match. Ich bin mal gespannt, ob er irgendwie noch antwortet im Laufe des Tages. Was hast du denn in deinem eigenen Profil stehen? Boah, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen älter. Aber oh, süß. Du bist gern draußen. Ja. Warte, sie hat den Typen jetzt angeschrieben? Ja, das ist so, die App hier, die kennst du wahrscheinlich nicht. Also das ist Bumble. Ich war auch mal auf der App. Also, das ist so eine Art Tinder. Das Besondere daran ist, erstmal, wenn du mit jemandem matchst, dann ist es erstmal so, du hast nur einen Tag lang Zeit, anzuschreiben. Sonst verfällt das Match. Und ganz wichtig, die Frau muss zuerst schreiben. Ach so. Also das soll halt so ein bisschen, so ein bisschen angehaucht feministisch sein, diese App, oder den Frauen mehr Sicherheit geben. Meiner Erfahrung nach läuft es auf dieser App einfach darauf hinaus, du hast ein Match und die Frau schreibt genau zwei Buchstaben, hi, hey oder ein Emoji und sonst nichts weiter. Also, dass eine Frau da ein so wie ein Mann irgendwie einen coolen Spruch bringen würde oder also in was Personalisiertes so. Halt. Oder genau. Was Personalisiertes, genau, das wirst du dort nicht finden. Also die schreibt einfach nur Hi und damit sagt sie dir dann, ja, du darfst mich jetzt auch anschreiben, dann kann man sich länger schreiben. Ja, das Problem oder was ich immer ein bisschen scheiße fand an der App tatsächlich, wenn du halt mit jemandem matchst und derjenige schreibt nicht gleich zurück nach einem Tag und du auch nicht, das verfällt dann halt. Mhm. Also ja, also ich war da auch nicht sehr erfolgreich. Naja, ist okay. Ja, ich meine, ich war da auch nicht sehr erfolgreich. Also meine Matches haben, also wenn ich welche hatte, dann haben die mir halt nicht geschrieben. Und dann kam halt nichts zustande, weil die dann nach dem Tag wieder verfielen. Ich meine, ich muss ihr hier zugute halten, dass sie wirklich mal nichts Allgemeines geschrieben hatte, sondern schon so, hey, du hast ja ein schönes Motorrad, war es, glaube ich, ne? Oder Fahrrad, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das fand ich auf jeden Fall gut. Also das ist schon versiert irgendwo. Auf jeden Fall, ja. Du bist immer zu spät. Ja.
Mein erstes Tinder-Date in Berlin hat mich tätowiert. Ist ein Alien geworden. Fühlt es immer noch sehr doll, muss ich sagen. Wie ist denn jetzt der weitere Plan? Und zwar werde ich mich jetzt gleich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen. Oder mich selber testen. Hast du so einen Test für zu Hause schon mal gemacht? Für zu Hause noch nicht. Also ich war immer eher im Test. Warum musst du dich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen? Gibt es dafür einen Grund, junge Frau? Das wird halt mit vielen ficken, ja. Ja, genau so wird es sein. Aber ich finde das lustig, dass es, also es kam jetzt so rüber, so in einem Nebensatz, als wäre das irgendwie so total selbstverständlich. Also, ich meine, man macht das ja nicht ohne Grund, auf Geschlechtskrankheiten testen. Weißt du, die kommen ja nicht von alleine. Die entstehen ja nicht einfach so. Also, ich habe mich heute auch schon dreimal auf Corona getestet. Gott sei Dank, wieder mal negativ. Ja. Aber und zweimal man macht auf halt. Genitalherpes, ja klar. Wir spielen jetzt Red Flag, Green Flag. Ich lese euch den Satz vor und ihr sagt, wie ihr das findet. Ich würde sagen, wir pausieren immer nach jeder These, oder? Und sagen, und beantworten den für uns, oder? Ja, das wird lustig. Finde ich geil, ja. Bock? Ja, voll. Dirty Talk in Dating Apps. Und wir müssen jetzt sagen, Red Flag, Green Flag. Ach so, also wenn dir ein Mädel schreibt, so Dirty Talk-mäßig, ist das für dich eine Red Flag oder eine Green Flag? Oh, das ist tatsächlich schwierig. Also für mich ist es ganz klar eine Red Flag. Also, wenn ich... Gut, das Ding ist halt, jetzt müssen wir tatsächlich klar werden, ich habe Bumble benutzt, ich habe auch Tinder benutzt, so offen muss ich sagen. Und anders als viele andere, die so über diese Apps schimpfen, gerade bei uns so im konservativen Spektrum, ich habe sogar meine Freundin darüber gefunden. Das ist ganz schön verrückt. Und was halt an der toll war, dass wir uns einfach nett unterhalten haben von Anfang an. Also wir haben uns da nett geschrieben und uns dann sehr bald getroffen. Mhm. Dadurch war auch dieses Thema Tinder gar nicht so ein Ding. Also dass wir jetzt so eine Tinder-Erfahrung gemacht hätten, von wegen, man ist da die ganze Zeit am Schreiben und so und man schreibt noch mit 1000 anderen. Nee, wir haben uns ziemlich schnell getroffen, sogar gleich am nächsten Tag nach dem Match. Und dann lief es halt gleich super. Dann kamen wir irgendwann zusammen. Und jedenfalls... Wenn ich hatte es schon ein, zwei Mal, dass ein Mädel irgendwie so ganz komische so Andeutungen machte, weißt du? Zum Beispiel hatte ich immer so ein paar Sprüche, die ich gefragt habe. Zum Beispiel habe ich gefragt, was ist ich, wenn du jetzt jemanden zum Abendessen einladen könntest, egal ob tot oder lebendig, wen würdest du einladen? Weißt du, irgendwas muss man sich ja aus den Fingern schnitzen. Ja. Gerade bei Mädels, die jetzt nichts stehen haben, wurde nicht personalisiert. Keinen Aufhänger haben, ja. Genau, da schreibt er mir irgendeinen Namen zurück. Ich habe den gegoogelt, ich habe den nie gehört. Und da habe ich zwei Ergebnisse gefunden. Der Name, das war einmal der Name von einem männlichen Pornostar und von einem Autor. Da habe ich die gefragt, meinst du jetzt den Autor oder den Pornostar? Und er meinte, die rate mal. Und ich so, okay. Ja, und die war auch eher so drauf. Und ja, also für mich wäre das generell eher eine Red Flag, weil ich halt nach festen Beziehungen gesucht habe. Ja, also ich habe LaVou und Finja benutzt tatsächlich. Und hab dann aber im realen Leben jemanden getroffen, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt so in mich gehe, ich würde sagen, also, wenn wir einfach nur am Schreiben sind oder so, noch nicht gesehen haben, ich fände es halt auch eher abturnend. Ja, oder? Also, wenn ich die Person jetzt schon irgendwie ein paar Mal getroffen hätte und wir würden noch weiterschreiben, dann fände ich es nicht schlimm. Mhm. Aber man muss ja dazu sagen, dass man eigentlich doch recht häufig dann sagt, hier, lass uns lieber bei WhatsApp oder bei Telegram oder wo auch immer weiterschreiben und nicht in dieser Dating-App. Also deswegen sprich für dich selbst. Ja. Die Erfahrung habe ich nicht ganz so gemacht, dass man da recht schnell auf andere Apps ist, aber gut. So, okay, interessant. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also verschieden sind vielleicht auch sie selbst. Also ich fand es bei Finn ja ganz schrecklich, dort überhaupt zu kommunizieren. Ja, dauert irgend so ein Werbefenster aufploppend und so. Und nee. Ich fand das alles eher schrecklich. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das halt einfach gemacht, gar nicht mal so mit Ziel, also gar nicht mal, ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass ich dort meine Freundin finden würde. Ich habe auch nicht dort One-Night-Stands gemacht oder so, aber ich habe mir so gedacht, schaden kann es ja auch nicht, da zu sein, weißt du? Mhm. Erwartungshaltungsmanagement. Genau, es ist Erwartungshaltungsmanagement. Ich habe dort überhaupt nicht erwartet, die große Liebe zu finden und man musste dort ja nichts machen, was man nicht will. Also, weil immer alle schimpfen über One-Night-Stands dort. Also, wenn mir halt so eine kam, habe ich einfach gesagt, nee. Und das Match wieder gelöscht. Ganz einfach, weil das halt nicht mein Ding ist. Mhm. Und fertig. Ja, das ist aber, glaube ich, für viele Männer schwierig. Also, viele Männer sagen ja dann, bevor ich gar nichts habe, nehme ich das wenigstens als Ausbeute mit. Klar. Und
Das Problem ist ja halt auch einfach die Dynamik, dass man es könnte, gerade als Frau, wenn du so viele Matches hast, ja, und da ist halt dann mal vielleicht ein Kerl dabei, der echt gut aussieht und der bietet dir halt Sex an, dann machst du es halt einfach. Oder wenn du halt als Frau weißt, naja, ich könnte jetzt mit so und so vielen Kerlen Sex haben. Und das zerstört halt so diese Geschlechterdynamik tatsächlich. Also das sehe ich tatsächlich auch extrem kritisch. Und diese Traumboys, die sind halt so die 10-20%, die wissen wiederum auch um ihren Marktwert. Die wissen, ja, ich kann die ficken, ja, und dann kann ich die nächste aber auch ficken. Und dann ist es so dieses, ja, ich nehme die jetzt mit und dann ist sie aber für mich so ein Taschentuch, was ich wegschmeiße. Ja, klar. Ja, das machen sich die Frauen halt auch nicht bewusst. Also, wenn Frauen clever wären an der Stelle, dann würden die nicht den Mr. Loverboy nehmen, sondern den, der so zwei Stufen drunter ist, aber immer noch hübsch und so, und den nehmen. Ja. Aber, naja. Ja, es ist für beide Geschlechter tatsächlich im Großen und Ganzen ja, schädigen und ein Abfuck, würde ich tatsächlich auch sagen. Also, obwohl ich meine Freundin da gefunden habe, wenn ich könnte, würde ich solche Apps wahrscheinlich, ja, verbieten ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde vielleicht sowas wie in Japan machen, das habe ich mal gehört, letztens in der Honigwabe ging es darum, dass es da zum Beispiel so eine japanische Dating-App gibt wohl, wo man, die vom Start direkt gemacht ist und du kriegst aber am Tag nur eine einzige Person zu sehen, bei der du Ja oder Nein machen kannst. Weißt du, hast halt nicht dieses Ding, dass du pro Tag 100 Leute siehst oder 50. Also, dass du es dir wirklich überlegst, ja. Genau, dass du dir wirklich überlegst, naja, die eine Person käme die in Frage, ja oder nein. Und gut ist. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, diesem Überangebot mit einer künstlichen Verknappung zu begegnen. Halt. Und ganz ehrlich, eine Person pro Tag reicht ja immer noch. Ich meine, einen Partner zu finden ist ja auch keine Aufgabe für mal eben so in der Woche. Das machst du halt. Selbst wenn du ein halbes Jahr dort wärst auf der Plattform, hättest du halt 180 Frauen, die du dort zu sehen kriegst und vielleicht mit denen schreiben kannst und gut ist. Und ich meine, man muss ja dazu sagen, ich habe die Folge auch gesehen, die müssen dort recht ausgiebig antworten, wer sind sie, wie groß, wie viel wiegen sie und was verdienen sie, was machen sie, wo wohnen sie und so weiter. Also da kannst du dich ja wirklich erstmal reinlesen auch. Ne? Das sind ja keine Lern-Fake-Profile. Also ja, ist eigentlich ein sehr sympathischer Ansatz erstmal. Ja. Gut, jetzt zu den beiden Mädels. Was sagen Sie zu Dirty Talk? Da war ja was. Dating-Apps. Ich hoffe, das kommt so unvermittelt. Es kommt ganz unvermittelt. Für die Audiozuhörer, sie haben halt beide die rote Flagge gehoben, weil sie finden das beide Mist. Also Konsens hier. Und dann kommt plötzlich, sag mal, was hast du an? Und dann ist man so, nee, sorry, geht gar nicht. Also findest du interessant, Arti? Weil ist doch logisch, oder? Ich meine, gerade Frauen, kann ich mir vorstellen, die stehen darauf gar nicht. Also von irgendwelchen Typen. Naja, ich meine, wir haben die Frage aus unserer Perspektive beantwortet. Ich meine, du hast ja da dein Beispiel gebracht mit deiner damaligen Schreibbekanntschaft. Ne? Und jetzt mal ihre Perspektive fand ich auch interessant. Also, ich weiß, dass Frauen keine Dickpics mögen in der Regel. Ja, aber so einen zweideutigen Spruch oder so, wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen, ob da vielleicht Mädels drauf abfahren. Das wird wahrscheinlich noch kein Dirty Talk sein. Also, naja, ist halt immer so eine Auslegungssache. Ja, so, hast recht. Ja. Was meint die Lona? Also, mich persönlich zieht so eine richtig gute Konversation viel mehr an als so ein gezwungenes Dirty Talk. Wenn man die Person nicht getroffen hat, worüber reden wir eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass es dann awkward wird bei dem ersten Date. Und du hast so voll Dirty Talk abgerissen in der Dating-App und dann siehst du die Person das erste Mal. Ja. Dann sitzt man da voreinander. Sofort beim ersten Date nach einem zweiten fragen. Ja, findet ihr gut? Moment. Finde ich voll gut. Beide machen voll die waren gut. Zu schnell. Ach so, dass wir erstmal drüber reden, meinst du? Ja. Und beim ersten Date nach dem zweiten fragen. Also würde ich sagen, nee. Nee? Also, weil wenn das erste Date richtig scheiße war und man, also nicht unbedingt, dass der Abend jetzt nicht gut über die Bühne gegangen ist, sondern du merkst halt einfach, die Chemie stimmt nicht. Ja, dann mit dem anderen nicht. Also dann mache ich doch kein zweites Date, also. Nee, ist doch logisch. Aber es geht jetzt darum, vorausgesetzt, du hast ein Date, was gut läuft. Würdest du dann halt warten, ein paar Tage so, da gibt's ja irgendwelche so dämlichen Tipps. Was ist die Voraussetzung? Tipps. Ach so. Weißt du, es gibt ja zum Beispiel so, das hat man früher in so 90er-Serien, habe ich das irgendwie mal gehört. Ja, wenn du eine Nummer von einer Frau kriegst, dann warte erst mal 3 Tage, damit du nicht so rüberkommst. Okay, okay. Das geht jetzt auch so in die Richtung, mach dich erst mal selten. Willst du was gelten, mach dich selten, ja. Genau.
So, nee, dann habe ich die Frage jetzt falsch verstanden gehabt. Also ich dachte, es ging einfach so, du machst das erste Date, egal wie es läuft, du fragst nach dem zweiten. Okay. Also das ist natürlich immer so eine Gefühlssache. Also man kriegt ja, eigentlich sollte man jetzt ja so ein bisschen mitkriegen, ob es gut läuft, das Date, ob das Gegenüber dich auch nett findet. Mhm. Und dann kann man da schnell was ausmachen. Also bei mir war es ja tatsächlich so, bei mir und meiner jetzigen Freundin. Also das erste Date lief schon richtig top. Und dann haben wir nach dem Date eine halbe Stunde später dann schon wieder geschrieben und uns halt gute Nacht gewünscht und so und gesagt, dass es toll war. Und dann haben wir gleich beide gemeint, naja, weißt du was, lass gar nicht so lang jetzt hier Spielchen spielen und warten. Wir fanden es beide cool, lass uns gleich was ausmachen für demnächst. Ja. Also wir haben es nicht an dem, während eben live ausgemacht, aber tatsächlich noch am selben Abend. Und das fand ich sehr gut. Wenn es gut läuft, finde ich das gut. Ja, okay. Also unter der Voraussetzung, dass das geht, schön war, ja, keine Einwände. Ah. Jo. Ich finde das halt voll Green Flag, wenn man das halt wirklich auch so meint. Weil ich hatte das schon bei Dates, dass es dann hieß, oh, wir könnten noch das machen und dann ist es halt alles nicht passiert. Also dann ist es halt irgendwie so falsche Hoffnung. Das Essen beim Date getrennt. Ja, ganz kurz zu dem, dann ist es nicht passiert. Und das ist halt meiner Meinung nach auch das Problem halt mit diesen Dating-Apps tatsächlich. Also das ist vielleicht deswegen nicht passiert, weil die Person dann irgendjemand anderen gematcht hat auf dieser Plattform. So meinst du's, ja. Und dann war plötzlich eine andere Person im Kopf. Und das passiert natürlich auch auf Frauenseite. Also ist mir natürlich auch oft passiert. Ich hatte mich mit einer getroffen, das schien ganz nett. Oder ganz ehrlich, das passiert ja schon vor dem Date, schon beim Schreibkontext. Du schreibst mit einer, dann schreibst du mit der vielleicht mal nett, vielleicht sogar länger. Vielleicht nimmt die sich mal länger Zeit, ausnahmsweise, und schreibst irgendwie eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und dann ist es einfach urplötzlich, hört es auf. Ja. Und warum? Du weißt es halt nicht, aber wahrscheinlich, weil ihr dann halt, sie hat ja am Tag irgendwie vielleicht 10 Matches oder so mindestens, weil sie dann mit jemand anderem schreibt, der irgendwie noch toller scheint. Und genau das ist dieser ewige Kreislauf. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied zwischen Männer-Dating und Frauen-Dating. Frauen fahren halt mehrgleisig, weil sie mehr Auswahl haben. Und Männer schießen sich dann so auf das eine Match, was geantwortet hat, ein. Und wenn da nichts passiert, dann sind die da zu Tode beleidigt. Oder gekränkt, verletzt, was auch immer. Ja, so, klar. Und die können sich das dann, also was heißt, nicht erklären, aber du, es ist halt beschissen. So, Arti, jetzt haben wir hier, ich sehe es schon, eine ganz interessante Frage für uns Konservative. Das Essen beim Date getrennt bezahlen, Red Flag oder Green Flag? Soll ich anfangen? Also, ja, bitte. Für dich aus meiner Sicht. Also beim ersten Date, ja. Also, ja? Also nicht, also nee, nicht ja, sondern nein. Jetzt wie die Frage steht. Also beim ersten Date übernehme ich die Kosten, so, also handhabe ich das halt. Und später wird sich dann reingeteilt. Tatsächlich. Ach, ja. Tatsächlich. Ist ja krass, weil ich würde es genau andersrum machen. Okay. Naja, klar. Beim ersten Date habe ich immer kategorisch nicht was ausgegeben. Und dann später, wenn mir die Frau wirklich gut gefällt. Also, naja, so oft kam das nicht vor. So die Riesenerfahrung habe ich auch nicht. Aber halt mit meiner jetzigen Freundin, dann hat sich das später halt einfach so ergeben, dass man halt beim zweiten, dritten Date gesagt hat, weißt du was, ich zahle mal heute und das nächste Mal du. Bist du dran, ja. Genau. Ja, aber da sind wir uns jetzt gar nicht so unähnlich, oder? Naja, du tust beim ersten Date immer für beide bezahlen? Das würde ich halt prinzipiell nicht machen. Also klar, wenn die jetzt hier die Speisekarte rauf, runter und dann würde ich auch sagen, ja, was ist jetzt los? Nee, aber prinzipiell ja, doch, bin ich so drauf. Und später dann halt, dass man sich, wie du schon sagst, so reinteilt dann. Ja. Das finde ich ist eine sehr interessante Frage. Also da ging auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieser Ticket, ach, der war sogar auch bei der Honigwaffe mal. Was? Das Thema. Das war mal ein Video-Quickie. Und zwar habe ich das vorher schon bei Paul Joseph Watson kommentiert gesehen. Es war so ein TikTok- Video von einem Mädel und das Mädel war scheinbar links und die hatte halt mit so einem sogenannten Fredboy, also einem Burschenschaftsjunge von so einer Studentenverbindung in den USA hatte die ein Date gehabt und hat halt erzählt, dass der für alles bezahlt hat und wie die das erzählt hat, hat die gesagt, ja, da habe ich gemerkt, wie der Feminismus meinen Körper verlässt. Und fand das halt übelst toll, ist halt übelst. Ach, es war das die dann so auf dem Feld oder so stand später? Nee, das war wieder der. Okay. Auf jeden Fall, ja. Und da war halt, hatte dann Paul Joseph Watson zum Beispiel draus geschlossen, Jungs tut immer bezahlen beim Date. Und da habe ich aber schon damals, wie ich das Video geguckt habe, für mich gesagt, nee, das sehe ich tatsächlich nicht so. Weil da tust du ja auch nur, gerade auf Tinder tust du das ja dann nur noch einladen, dass halt die Mädels
irgendwie den ganzen Tag Leute matchen, das ist ja auch eine Masche tatsächlich, wie ich schon gehört habe, einfach um sich ein Essen ausgeben zu lassen, wisst ihr? Ich meine, ich gehe auch sehr gern essen im Restaurant. Ja. Ja, und dann gehst du halt einfach mit irgendjemandem essen, lässt dir das bezahlen, gut ist. Ja, okay, die Gefahr besteht natürlich, klar. Ja. Wobei ich dann sagen muss, also wahrscheinlich merkt man das dann, wenn man mit demjenigen da zusammen ist, an dem Abend. Weißt du, ob das so ein ja. Das Essen ist super und ich tue meine Pflichtzeit absitzen. Dann kannst du ja immer noch sagen, nö, geht getrennt. Also, weißt du, aber ja, wenn du jetzt ein authentisches Date hast, egal wie es jetzt läuft, ne, es kann ja auch scheiße laufen, aber du merkst halt, dass es jetzt nicht so gewollt, sondern es ist einfach so, boah, nee, das passt halt einfach alles nicht. Ja, dann ist das so. Das ist halt so eine Frage, die ist, glaube ich, nicht final und wird auch nie final beantwortet werden. Ne? Und ich finde es auch dämlich, da aus dieser Frage irgendwie so ein Muss abzuleiten, du musst das. Also man macht einfach das, wie man sich am wohlsten fühlt. Also du machst es so, ich mach das so und genau. Die Mädels machen das vielleicht wieder anders mal sehen. Ich bin gespannt sogar hier. So, ich mach mal Play. Getrennt bezahlen. Geht für mich nicht. Also ich sehe das nicht so eng. Also für mich ist so ein getrenntes Zahlen so ein, ey, das Date lief jetzt voll schlecht. Wir zahlen getrennt und wir gehen danach dann auch getrennte Wege. Ich glaube, man hat ja auch im Hinterkopf, glaube ich, nochmal als Frau, so dieses, nachher denkt er, ich bin ihm jetzt was schuldig, weil ich auch schon so eine Situation hatte. Er war dann noch so, ja, aber kannst du nicht verstehen, dass ich jetzt irgendwie auch ein bisschen was erwarte? Und ich so, nee, kann ich nicht. Und dann habe ich es mal ja genommen und bin raus. Frühzeitig ein Date abbrechen. So, da muss ich jetzt mal kurz abbrechen. Was für mich interessant gewesen wäre bei der Linken hier, bei der Ilona, wenn die sagt, die will, dass zusammen bezahlt wird, ja, wer soll denn dann bezahlen? Das war nämlich in dieser Frage so sehr offen gelassen. Das stimmt. Will die, dass der Mann bezahlt oder würde sie bezahlen? Ich meine, ich meine zu wissen, oder ja, ich würde vermuten, dass dieses Format Follow Me Reports vielleicht so ein bisschen Richtung Feminismus tendiert. Also, ja, aber das macht es wiederum nicht einfacher. Die Frage zu beantworten. Ja, und da, ich würde mich das tatsächlich jetzt ein bisschen auch aus feministischer Perspektive fragen, was da besser wäre, sie zahlt oder er zahlt, also wie die Feministin das will. Tja, das ist schwierig, ne? Also du kannst es halt in beide Richtungen begründen. Also Feminismus ist, du stehst auf eigenen Beinen, verdienst dein eigenes Geld. Aber wiederum, dass dann sozusagen den Machos in den Rachen zu schmeißen, damit die einen schönen Abend haben, ist auch nicht feministisch. Also ich fand wiederum jetzt von der anderen, wie heißt sie denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, bei der habe ich mir einen Namen leider. Ach doch, Hanna! Hanna hieß sie doch. Also von hinten wie von vorn, okay, Hanna. Oh Gottes Willen. Ihr Punkt war ja auch interessant mit diesem, ich habe jetzt Geld für dich ausgegeben, also tanz für mich so sinngemäß. Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir auch vorstellen, dass aber so tatsächlich das Schuldgefühle so reinbringen über, ich bezahle für dich ein tolles Essen und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das so ein Männergedankengang ist tatsächlich. Auf jeden Fall, also da gibt es bestimmt einige Idioten, die das genauso sehen, so, ja, ich habe doch bezahlt, jetzt komm auch zu mir nach Hause oder so, also safe. Ich meine, so. Das ist ja das Geschäftsmodell von diesen ganzen hier Hot Tub Streamerinnen so. Gebt mir Geld und ich mache für euch irgend so einen Shaker-Tanz so. Ja. Ich verstehe. Der Vergleich ist ein bisschen konfus, aber ja. So, nächster Punkt. Ein Date abbrechen, weil man merkt. Also ich lese mal kurz vor. Frühzeitig ein Date abbrechen, weil man merkt, das vibet gar nicht. Ist das jetzt eine Green Flag oder eine Red Flag? Also ich fände das persönlich extrem unhöflich. Ich finde auch rote Flagge. Einfach weil man einen gewissen Anstand rüberbringen soll. Dieses, genau. In der Regel ist das in so ein Essen gehen oder irgendeine Scheiße, ne? Dass man das so rüberbringt über die Bühne. Ne? Das gehört sich irgendwo. Jetzt da eine halbe Stunde Zeit einzusparen und da so einen komischen Aufbruchmoment zu inszenieren, hier, meine Mutter ist im Krankenhaus gelandet oder irgend so ein Scheiß. Ja. Nee. Weißt du? Ja, also klar, wenn es nicht so gut läuft, dann tut man es einfach früher beenden. Dann sagt man halt, ja, war jetzt ganz nett, aber ich würde gern wieder gehen. Logisch, habe ich auch schon gemacht. Aber jetzt ganz frühzeitig, vielleicht nach einer halben Stunde oder so schon, das fände ich tatsächlich doof. Es sei denn, die Person benimmt sich wirklich völlig daneben.
Also dann ist es berechtigt. Ja, okay. Wenn also wenn sie auf die Tischplatte kackt, sinngemäß, ja, dann ja, okay, sorry. Aber wenn sie einfach nur mir nicht ganz so gut gefällt, dann fände ich es ein bisschen doof. Also tatsächlich wegen dem Thema Anstand. Ich finde persönlich, also ich hatte das ein paar Mal tatsächlich, eigentlich ist das sogar ziemlich cool, weil du dann den Druck gar nicht mehr hast. Also dieses, ja, ich muss jetzt hier unbedingt gefallen und meine Worte sonst wie abwägen. Wenn du weißt, die weiß, es wird nichts, ich weiß, es wird nichts, ne, dann kann man sich auch lustigerweise ein bisschen entspannter geben und dann so, ja, die Zeit halt entspannt totschlagen. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Also aber irgendwie ist es halt so. Ja, also ich lerne ja einfach prinzipiell ganz gerne neue Menschen kennen, so. Egal, genau, ob dann was daraus wird oder nicht. Ja, und ich hatte tatsächlich auch schon solche Dates, wo wir beide gemerkt haben, naja, das wird jetzt definitiv nichts. Wo man sich dann aber einfach nett unterhalten hat. So ein bisschen, ich meine, der andere hatte vielleicht einen, die hatte vielleicht einen Job oder so, wo ich ein bisschen interessant finde. Oder kam aus einer bestimmten Gegend und hatten halt einfach so ein bisschen gesprochen. Jetzt gar nicht ohne Hintergedanken. Das war tatsächlich nett, manchmal. Ja. Okay, was sagen die beiden? Das vibet gar nicht. Ist es ein erstes Date? So, das kann nicht immer ein Treffer sein. Also ich finde es halt super wichtig, wenn man sich unwohl fühlt, dass man es abbricht. Aber ich finde, wenn es jetzt einfach eine Situation ist, wo du merkst, ey, es matcht vielleicht nicht 100%, ist es trotzdem halt noch ein Mensch, der vor dir sitzt, mit dem man sich unterhalten kann. Aber macht man dann nicht der... Aber warum hat sie denn jetzt die rote Flagge hochgehoben? Das habe ich nicht verstanden. Sie hat naja, doch genau unseren Punkt gemacht, schlussendlich, oder? Genau, naja, sie hat es ja genau wie wir gesehen. Also wir hätten ja auch die rote Flagge gehoben. Warte mal, wie war die Frage? Die Frage war so vom... Die Frage war, frühzeitig ein Date formulieren, weil es nicht vibet. Achso, okay, so... okay, Entschuldigung, ja, dann passt es ja. Genau, ja. Das wäre für uns auch eine Red Flag. Und die andere übrigens, für die Autohörer wieder, die finden das okay. Für die ist das eine Green Flag. Bin auch ihre Begründung gespannt. Andere Person falsche Hoffnungen? Ich glaube nicht, weil du kannst ja auch ein bisschen mit den Themen und auch mit damit, wie du interagierst, kannst du ja auch schon zeigen, ob das jetzt in die Dating-Richtung geht oder halt nicht. Was ist... Genau, das hat sie auch sehr gut gesagt. Man kann ja zeigen, ob es in die Dating-Richtung geht. Wie wir jetzt am Ende gesagt haben, man kann ja auch einfach so sich mit einer, mit der man trifft, nicht unterhalten. Ich muss sagen, die Ilona da links gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ja, die ist sympathisch. Also ich scheint auch jetzt nicht so drauf zu sein, nimmst mir eine Übel wie die Hanna, die halt jetzt auch einen, Geschlechtskrankheitentest machen will und so. Und seit 4 Jahren auf diesen Apps ist und noch niemanden gefunden hat und... Also die wirkt ein bisschen schwierig. Also die Ilona hier, sie war doch irgendwie Social Media Managerin oder Social Media Manager. Ja. Also das hat sie wohl nicht ganz zu Unrecht. Also sie hat eine gewisse Versiertheit auf jeden Fall. Jo, das ist sympathisch, ja. Die größte Red Flag beim Dating, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon da seid, lasst mal ein Abo da. Achso, was war denn jetzt die Begründung von der Hanna? Ich dachte, die kommt jetzt, aber die kommt die war zu kurz, egal. Okay. So, jetzt sehen wir hier die Ilona. Weil ich gehe heute Abend in eine Bar, bisschen mit Freundinnen updaten. Wir machen hier so unsere kleine Beauty-Station. Geil, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Du hast ja auf TikTok ein Video geteilt, wo du gesagt hast, du hast keine Lust mehr auf Dating. Leute, ich habe es getan. Ich habe gestern alle meine Dating-Apps gelöscht. Ich habe dem Ganzen wirklich eine Chance gegeben. Ich war auf ein paar Dates und es waren alles Reinfälle. Ich bin nach Berlin gekommen und so ein bisschen hat... Ich bin nach Berlin gekommen, okay. Der Satz kann da nicht gut weitergehen. Da fängt der Film da schon an. Also ich würde jetzt, wir haben die ja gerade sehr gelobt, ne? Mhm. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, vom Äußerlichen ist sie halt keine 10 von 10. Muss das man weiß sie so sicherlich auch selber, ja. Na, ich bin mir nicht sicher. Also ich würde prophezeien, sie hat überzogene Erwartungen einfach. Und deswegen findet sie niemanden. Aber ich lasse mich jetzt gerne belehren, das ist jetzt so meine Weissagung. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt jetzt echt schwierig, dass so zu prophezeien, weil wir dazu noch zu wenig über sie wissen. Also bisher wirkt sie für mich wirklich halt sympathisch. Ja, das ist ja das Punkt, der ganze Punkt. Sie wirkt halt sehr sympathisch und da frage ich mich halt, warum findet sie da niemanden? Weißt du? Also, wenn sie sich so geben würde, wie sie es bis jetzt gegeben hat, dann hat sie doch gar keine Probleme, ja, irgendjemanden zu finden. Außer sie hat ein... Ach, Arti. Weißt du? Ja, es ist kompliziert, wie immer. Nee, jetzt kommt's. Ich meine, genau den Satz habe ich über mich ja auch selber schon oft gehört. Also, klar, ich bin jetzt bei Scott kein Schöling, also... Ah, geht schon. Geht schon, so. Folgendes. Aber es geht mir um Folgendes. Ich hatte einige Dates mit Mädels und fand die auch immer nett, aber oft hat's halt, oder eigentlich immer, oder fast immer hat es dann so dieser letzte Funken gefehlt. Also ich weiß halt sehr genau, auf was für eine Art Mädel ich stehe. Weißt du, ich mag halt Mädels, die so, naja, ein bisschen
verrückt ist vielleicht schwierig, die so sehr verspielt sind, weißt du, mit denen du halt extrem viel rumalbern kannst. Mhm. Und dieses Ding hatte ich halt bei vielen Leuten nicht. Und da haben auch schon immer meine Kumpels schon die letzten Jahre gemeint, Tom, was machst du denn? Warum bist du so doof? Du tust dein Zielraster ist viel zu verengt, weißt du? Und ich war immer der Meinung, naja, nee, ich weiß einfach, was ich will. Und vielleicht ist es bei ihr genauso. Weißt du, sie weiß einfach, was sie will und der Richtige war einfach noch nicht dabei. Ja, kann sein, ja. Ja, okay, pass auf, wir werden es ja wahrscheinlich erfahren, was so ihr Beutethema ist, oder? Ja, diese Erwartung, hier sind so viele Menschen, hier muss der Richtige dabei sein. Und habe ich gemerkt, nein, ist er doch nicht. Dating-Apps sind schon auch ein bisschen stressig, wie du halt Leute anhand so wenig Fakten irgendwie beurteilen sollst. Wir haben ja schon mit deiner Schwester gedreht, ja, die noch mit 25 Jungfrau war. Mhm. Hat dich das auch irgendwo geprägt? Für uns beide war das halt nie ein großes Thema. Wir haben einfach unser Ding gemacht. Aber mit deinen Freundinnen sprichst du schon drüber? Ja, auf jeden Fall. Die haben in der Vergangenheit mehr gedatet. Ich persönlich... Warte mal, jetzt habe ich das erstmal so richtig reinsinken lassen in mich. Ihre Schwester war schon bei Funk Thema? Ja, und die war wahrscheinlich mit 25 noch Jungfrau, so wie ich das gehört habe. Ja, und dann war jetzt hier die nächste Kandidatin für ein Funkformat so scheinbar gefunden. Ich weiß ja nicht. Also, hey, was ist denn das? Das riecht doch wieder so nach so Vetternwirtschaft irgendwie, oder? Also, ja, na, das sowieso bei Funk. Also, ich meine, ganz ehrlich, das Funk, das sind ja jetzt keine super krassen Redaktionen oftmals, sondern ja, schon eher kleinere Leute und klar nehmen die dann Leute, die irgendwo kennen. Persönlich, die in ihre Formate. Also sprich, es gab nicht irgendwie eine Ausschreibung, wer will hier gerne mitmachen, sondern... Nee, wahrscheinlich deine nicht. Deine Schwester, wie ist denn mit der? Macht die Online-Ding? Ja, genau, komm, nehmen wir rein. So. Ja, genau so. Boah, scheiße. Aber so, was du vorher gesagt hast, war eigentlich genau mein Punkt, so wie es bei mir war. Der Richtige war einfach noch nicht dabei, hat sie gesagt. Und das finde ich voll okay. Ja gut, also, klar wird sie das sagen. Ich finde sie nach wie vor top. Aber das widerlegt ja nicht die ich habe zur Erwartungshaltung, weißt du? Egal. Ich habe nur keinen Bock. Aber die können mir alle ihre Storys voll gerne erzählen. Machst du dich für Dates mit deinen Girls anders fertig als für Dates mit Dates, also Männern? Bei meinen Girls traue ich mich mehr, trage da gerne dicke Kleider, was auch immer, sehr schick. Jetzt wird mir erstmal klar, dass die Moderatorin das übelste Tattoo hat auf der Brust, oder? Ja. Junge, die ist ja total durch. Ja, das ist echt unschön, weil an sich ist sie hübsch, aber das Tattoo, es geht tatsächlich gar nicht. Ja. Das ist, bei das der ist würde ich sogar den Nasenring, weil er so dezent ist, würde ich erstmal drüber wegsehen können eine Zeit lang. Ja, also so ein Tattoo, so ein großes, das, und dann auf dem Dekolleté, also das finde ich wirklich ein hartes Downgrade. Ja, zumal du musst ja bedenken, also im Alter, also in 10 Jahren sieht das nicht mehr schön aus. Nee, wirklich nicht. Und bei aller Liebe an alle Tattoo-Fans da draußen, es ist so auch, also das ist schon in 10 Jahren nicht mehr so dolle. Du musst das ja auch immer nachstechen lassen. Ich meine, ich habe ja auch Tattoo-Träger im Freundeskreis. Mhm. Und das verblasst nun mal. So ist das einfach mit der Haut. Da musst du halt dann immer mal nachstechen. Also es wäre mir alles viel zu viel Arbeit und dann stehst du auch hinter dem Motiv gar nicht mehr. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du mit 38 noch dasselbe Motiv abfeierst, was du mit 18 hattest. Ja, zumal halt deine Haut halt in der Regel ausleiert, ja, muss klar. Man so hart sagen. Und B, es ist halt arschteuer. Also so ein Flächentattoo, das sind ein paar tausend Euro, die du einfach mal, also du versemmelst da wirklich ein Auto rein. Ja, also ich finde tatsächlich, das finanziell ist noch mein kleinster Kritikpunkt. Aber ja, es ist natürlich auch ein Thema. Ja, und wie du schon sagst, mit dem Motivthema. Ne? Also, ja, das Motivthema. Okay, so. Jetzt haben wir sie genug runtergemacht. Wann wurdest du denn auch so das erste Mal mit Schönheitsidealen konfrontiert? Mit 13 habe ich mit YouTube angefangen. Es wurden Sachen an mir, sage ich mal, hervorgehoben, über die ich vorher nie nachgedacht habe. So, dann hieß es plötzlich, deine Nase ist groß, dein Bauch ist zu dick, deine Arme sind dies, das. Würdest du die Eltern da in die Pflicht nehmen, zu sagen, nee, mit 13 machst du keinen YouTube? Ah, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Also... das ist echt ein Ding. Oh, sag du erstmal, da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich würde prinzipiell probieren, um jetzt mal so ein bisschen Bogen zu schlagen, den Kindern so spät wie möglich das Smartphone zu geben. Mal gucken, wie erfolgreich das ist, aber ne, das ist ja immer so ein Gruppenzwang.
Ne? Dann hat auf einmal die halbe Klasse ein Smartphone und dann kommen die Kinder zu dir und sagen, warum habe ich keins und die schon, bla bla bla. So diese Dynamik gibt es dann. Ganz ehrlich, also so Social Media, sorry, bevor du 16 bist, wird da gar nichts gemacht. Also wirklich. Du hast doch, also ganz ehrlich, du hast doch als Jugendlicher oder als, wenn die mit 13 waren, als Kind, was hast du denn der Welt Wichtiges zu sagen? Gar nichts. Weißt du was? Das Problem ist, ich sehe da bei mir selber ja auch, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich gebe dir hundertprozentig recht, dann sehe ich auch voll so die Doppelmoral bei mir. Weil klar, als ich 12 war, war das Internet anders, aber da war ich auch schon irgendwo im Internet. Da habe ich halt, naja gut, da gab es noch nicht so Social Media, aber ich habe auch schon Internet-Scheiß gemacht. Da habe ich halt damals auf inwarcraft.de im Forum mit anderen Warcraft 3-Fans ausgetauscht. Ja, aber das war ja unter Pseudonym und nicht per Video und so weiter, weißt du? Das stimmt, ja, das ist nämlich das Ding. Also ich würde tatsächlich sagen, dass dich selber ins Internet stellen, dein Bild und da Videos zu machen, das würde ich tatsächlich wahrscheinlich meinem 13-jährigen Kind verbieten, wenn es geht. Aber so prinzipiell im Internet sein in dem Alter, finde ich okay. Ich meine, habe ich ja auch gemacht. Ja. Ich meine, ich find's lustig, dass auch du auf inwarcraft.de warst. Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Aber ganz ehrlich. Ach, wir haben darüber schon gesprochen. Ach, haben wir? Oh Gott, mein Gedächtnis. Ja, tatsächlich. Ja, sei es drum. Aber auch dort war der Ton doch sehr rau. Also wenn du irgendwas Persönliches von dir fallen gelassen hast, das wurde ja dann gleich totgeflämt. Auf jeden, ja. Also nie. Und jetzt das halt noch mit Klarnamen und Gesicht auf YouTube oder auf TikTok oder auch immer. Einfach nein. Ja, das ist einfach das Internet. Und vor allem als pubertierendes Kind, wo du ja eh so diesen, mit deinem Körper nicht ganz so zufrieden bist, dann so diesen Kommentaren ausgesetzt zu sein, das finde ich auch extrem schädigend. Also dann darf man sich auch nicht wundern, klar, wenn dann irgendwelche Körperdysphorien entstehen. Man sagt am Ende sogar, ja, ich bin nicht mal eine Frau, ich bin ein Mann. Dazu gibt es lustigerweise sogar Untersuchungen schon, also dieser Social-Media-Konsum und dass du irgendwelchen Influencern hinterherhechelst, die dann hier irgendwelche Beauty-Produkte und gucken, wie viel du wiegst und so und Kalorien zählen, dass das halt einfach Stress auslöst bei den Jugendlichen und die dann halt, naja, unzufriedener werden, depressiver werden, ja, und nicht mehr glücklich sind, ja. Ja, klar. Und das nimmt mich bis heute mit. Ich habe auch früher vielleicht so ein bisschen nicht gedatet, als ich dann auch so Interesse bekommen habe, weil ich so auch Angst vor Ablehnung hatte. Wie stehst du dazu, dass manche Leute in ihre Datingprofile schreiben, so curvy, slim, skinny? Finde ich gar nicht schlimm. Also jeder hat ja seine Präferenzen. Es ist halt schwierig, wenn du sagst, so ich mag skinny Girls und alle anderen Girls sind hässlich. Das ist das Schwierige. Aber man darf sagen, ich als Frau darf auch sagen, ich will einen Mann, der größer ist als ich. Und da ist nichts falsch dran. Ja, es sind doch eher echt auch normale, sinnvolle Takes von der Frau. Ja. Man mag es kann glauben, ja. So, also ich bin jetzt ready. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Outfit. Wie findest du so, ihr Make-up jetzt? Ich vor allem die Haare, ich finde die hübsch. Ja, die Lippen sind vielleicht ein bisschen viel. Lippenstift, ja, aber sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Osteuropäerin gerade. Ah, okay. Ja. Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also das Einzige, was für mich persönlich ein No-Go ist, sind die Fingernägel, aber naja, gut. Ja. Man kann so, ja alles jetzt haben. Jetzt haben wir selber über Äußerlichkeiten geredet. Aber gut, nur über Make. Ich habe zwei neue Röcke und ich dachte, vielleicht machen wir eins davon. Oh, ich mag den hier sehr gerne. Bis gleich. Bin gespannt. Aber das ist cute. Schön. Das ist mega cute. Los geht's. Ich habe Fragen und Kommentare aus der Community mitgebracht. Ja, wenn wir beim Äußerlichen bleiben, war jetzt kein wildes Outfit, fand ich. War auch völlig okay, völlig im Rahmen, ja. Und auch, ich würde sagen, für sie vorteilhaft. Ja. Mega cute, Zitat Ende. Mega cute, oh Gott. So, jetzt kommen hier Hate-Kommentare oder was? Und die dürft ihr euch jetzt gegenseitig stellen. Sinex fragt, wie kriege ich überhaupt Dates? Dating-Apps zum Beispiel sind, glaube ich, auch nicht für jede Person was, weil ich glaube, das kann teilweise wirklich doll am Ego kratzen. Wie kommt man an Dates? Ich habe keine Ahnung. Einfach hoffen? Also ich muss sagen, ich habe 20 Jahre habe ich lang gehofft, dass es so passiert, aber tatsächlich habe ich Dates nur durch Dating-Apps bekommen oder gefunden.
Also hast du auch kein... Das ist natürlich wirklich ein interessantes Phänomen. Also, ich hatte auch mal so eine Partnervermittlung analog am Start. Und, ich erinnere mich. Und da wurde ich interviewt. Und die gute Dame, was weiß ich, wie alt war die, 55 oder sowas, hat dann auch gefragt, ja, wie ist denn das, fragt man heute, also spricht man denn keinen mehr an, so im Bahn oder Bus? Mhm. Und ich habe gesagt, nee, irgendwie findet das nicht mehr statt. Zum einen hat halt jeder irgendwie Kopfhörer im Ohr und zum anderen ist es halt schon fast sexuelle Belästigung sinngemäß, dass du in die Privatsphäre da so eindringst, so ungefragt. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mit dem so auf offener Straße nach jemandem fragen, das habe ich extrem selten gemacht. Hm. Also wenn ich das mal gemacht habe, dann gab es vorher eine kurze Interaktion. Zum Beispiel erinnere ich mich, einmal hatte irgendwie eine im Supermarkt, die hatte ihre Kopfhörer liegen lassen und ich habe halt so der gemeint, hey, du hast sie liegen lassen. Und fand die ganz gut und so hatte sich das gleich ergeben. Das war ein Fall von Tausenden, weißt du? Ja. Also ich habe das auch extrem selten passiert gemacht. Ja. Wo ich es öfter mal gemacht habe tatsächlich, aber da fragt man nicht nach Dates, logisch, aber so jemand ansprechen, abends in einer Bar, in einem Club, ist halt auch wieder schwierig, weißt du? Da ist dann übelst laut, hey, wie heißt du? Oder so, fragst du dann, keine Ahnung, halt irgendeinen... Ich meine, bist du öfter gut, hier? Das ist ja so die Szenerie, wo das so gewollt ist, dass du das machst, ne? Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Bei so in der Bahn Situation, ist schwierig wahrscheinlich. Genau. In der Bahn ist halt schwierig. Ich meine, das ist halt, genau, du brauchst das richtige Setting. Also in der Bar, in einem Club, da sind auch die Frauen, denke ich, eher bereit, angesprochen zu werden. Ich habe mich dann auch gefragt hinterher, ob das früher auch wirklich so, was weiß ich, so in den 80ern, 90ern, ob das so ein Ding war, dass du irgendwie eine Frau in der Bahn einfach angeklatscht hast. Und ich glaube tatsächlich nein. Also das ist so eine, auch nicht. Das ist so eine Filmfantasie, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das war auch damals eher auf Bars und Clubs und so beschränkt. Sowas gab es auch halt bei oder so Tanzabende, Tanztee, sowas. Genau, ja. Halt bei irgendwelchen Vereinsaktivitäten, wo du schon die gemeinsame Basis hattest. Da war das dann leichter. Aber ja, genau. Sowas? Nee. Ja, also im Idealfall, so ist es ja auch tatsächlich bei vielen Menschen oder bei ganz vielen, die ich kenne, die haben halt ihren Partner einfach gefunden und so über den Alltag, also gar nicht, dass die groß gesucht haben, sondern es waren einfach zufällige Begegnungen. So, weißt du, war halt im Freundeskreis, der eine kannte den und dann war mal die dabei bei einer WG-Party oder... Ah, der eine war halt, wie du sagst, bei irgendeinem Verein oder bei einem Sprachkurs mal angemeldet, für die Uni irgendeinen Schein gemacht und da saß da die Frau X. Gut, das ist sowieso ein Thema, muss man ja dazu sagen. Die beste Zeit eigentlich, um jemanden zu finden, war halt eigentlich Uni, muss ich sagen, weil du da mit so vielen Menschen in deinem Alter zusammen warst. Die Chance war groß, ja. Ab danach wird es schwierig, gerade ab 30, ganz ehrlich. Dann verengt sich auch der Partnermarkt, weil halt viele in deinem Alter schon einen Partner haben. Mhm. Es wird dann tatsächlich immer schwieriger. Ich bin auch echt froh, das hinter mir weggelassen zu haben. Echt, echt froh. Das sagen ja ganz viele, jetzt nochmal daten, ich hätte keinen Bock. Die so gar nicht. Ü30 sind. Ja. Nee. Mit dieser tollen Note lassen wir uns mal die erste Folge ausklingen, oder? Ja, auf jeden. Wir haben schon so viel gequatscht, aber es ist nett. Ich meine, das ist mal so ein bisschen ein Spaßformat hier. Einfach so ein bisschen nett mit uns uns zuhören. Ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Ja. Ist einfach ein so nettes Therapie-Folge. Geplauder. Genau, ein bisschen Geplauder. Und dementsprechend geht's mit uns beiden Dampfplauderern in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.